Und wie schnell ist er? Kann er sich teleportieren oder was? Sind wir hier bei Dragon Ball? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. Und ja, wir haben uns hier wieder versammelt, um mir beim Schreien zuzuhören. Und vielleicht werden wir auch in der heutigen Folge mal die dritte Nacht schaffen. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt nach dem zweiten Versuch nicht schaffen sollte, werde ich den passenden Versuch, der dann wirklich gelingen wird, hochladen. Im Übrigen, ich habe ja vorgestern, ihr werdet das Video Montag sehen, ich bin schon fleißig am Vorproduzieren, da ich ja heute mein Praktikum habe, ihr werdet das Video heute sehen. Und vorgestern habe ich bei Tim geschlafen, dem Manager des Kanals hier. Manager, Schrägstrich, Kumpel, Schrägstrich, Techniker, ne? Ach, da steht das Sucker schon. Eigentlich ist er voll die Kante, wenn man das so überlegt. Ist mindestens 2 Meter groß. Und ja. Und da haben wir ein bisschen gespielt und ja, eigentlich bin ich relativ weit gekommen, also bis in die Nacht 4 und das müssen wir auch nachmachen. Ich muss wieder herkommen. Huhu. Ach, hier ist er, hier ist er. Der guckt mir wieder in die Kamera. Wir werden ihn... Audio-Error. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Mir ist aufgefallen, Five Nights at Freddy's läuft auf meinem PC nicht so ganz flüssig. Aber, oh nein, Freddy! Fuck! Freddy! Oh oh, wo ist der? Ich hasse Freddy! Oh Mann, der macht mir am meisten Angst, wirklich. Egal, solange, Springtrap heißt der. Oder Snaptrap? Snaptrap heißt das, Snaptrap. Solange ich ihn sehe, ist fuck. Ey, das ist Zufall, dass das gerade passiert ist. Ich wollte sagen, solange ich ihn sehe, ist alles gut, aber in dem Moment ist ja das die Kamera ausgefallen. Oh oh. Und wir müssen darauf achten, dass er nicht in den Lüftungsschächten rumläuft. Fuck, was ist das? Nein! Er hat uns schon, er hat uns schon. Was können wir alles probieren? Hi. Scheiße. Oh Mann! Ey, nee! Ey, oh, das ist doch. Das ist gemein, wirklich. Du weißt ganz genau, dass ich die Ventilation ausschalten musste. Und wie schnell ist er? Kann er sich teleportieren oder was? Sind wir hier bei Dragon Ball? Nee, sind wir nicht. Weißt du, er guckt hier wieder wie so ein Pedo rein, will mich wahrscheinlich auch noch vergewaltigen. Oh Mann, ich hasse den. Und bitte guck nicht so scheiße, bitte. Oh, Junge, ich klatsch den eine, ey. Ich würde aufstehen und den eine klatschen. Ist mir egal, ob der mich dann töten will. Oh ja. Oh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Das kam total unerwartet. Das kam wirklich unerwartet. Boah, wenn ich so eine Scheiße schon sehe, ey. Wenn ich so eine Scheiße sehe. Ja, Game Over. Interessiert mich nicht. Ey, ich bin hier langsam im Rage-Modus, ey. Weißt du, Cam 8... Und wenn dieses Gammelsystem sich alle 5 Sekunden aktualisieren muss, guck mal, das spielt 30 Jahre nach der vorherigen Geschichte und 30 Jahre, in der Zeit hat sich die Technologie doch wahrscheinlich ein bisschen verbessert. Hi. Aber nein, anscheinend ja nicht. Okay, wo ist er? Hello. Hello. Where are you? Ach, da ist er ja. Hey, yo, was geht? Hier ist er im Übrigen. Ich hab den früher nicht gesehen. Ich dachte irgendwie, das wäre weiß ich nicht was. Hello. Hello. Wieso bewegt der Junge sich nicht? Oh, fuck. Ach, da hinten ist er, okay. Hello. Irgendwie ist immer als erstes Audio-Devices, dann Camera-System und dann Ventilation. Der steht da hinten, okay. Man sieht ihn ein bisschen. Ich finde irgendwie, dass es bei Tim aufnehmen viel geiler ist, da er einen besseren PC hat, es flüssig läuft und der Bildschirm sehr viel größer ist. Irgendwann. Hello. Irgendwann habe ich auch so einen geilen PC, aber ich weiß nicht, vor PC oder PS4. Ich tendiere zur PS4, da dann die FIFA-Aufnahmen und andere Spiele halt qualitativ hochwertiger werden, da man dafür keinen HDMI-Splitter braucht. Hi.
Fuck. Ventilation Error. Ist wieder 1 Uhr. Aber er scheint noch nicht in der Nähe zu sein. Ach, da ist er ja. Er ist noch stehen geblieben. Sehr gut. Oh oh. Wenn dieser Ton kommt, weiß man, dass irgendwas gleich kommt. Oh Mann, Freddy, hau ab. Oh ja, komm. Ey, ich habe mich überhaupt nicht erschreckt, wirklich. Ich hasse den Ballon, Junge. Wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich ihn irgendwann sehe, ich boxe ihn in die Fresse, ey. Der regt einfach nur so auf, wirklich. Der regt einfach nur auf. Hello. Für nur Play Audio. Zumachen. Puh. Scheiße, wo ist der? Oh nein! Oh, es ist Freddy, es ist nur Freddy, es ist nur Freddy. Beruhig dich, David. Hello. Dieses Spiel kannst du nur schaffen, wenn du dich... Ah, verdammt. Beruhigst. So Nervenkitzel. Ich muss mich konzentrieren. Ganz ehrlich, was ist das für ein Gruselkabinett? Wer arbeitet freiwillig in einem Gruselkabinett und dann noch... Hello. Einfach mal Play Audio. Wo ist der Junge denn? Ah, fuck. Ventilation Error. Mann, 4 Uhr. Oh, Freddy, ey, mach mir keine Angst. Hallo. Einfach nur Play Audio und eventuell läuft er ja dahin. Nein! 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 Habt ihr das Bild gesehen? Nein! Oh, scheiße! 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 Fuck! Oh Mann! Bitte, es ist 4 Uhr! Bitte! Und da stand Snaptrap! Da stand Snaptrap! Ich bin mir ganz sicher, dass er da stand. Oh Mann, du Hurenschmock! Du kleiner Bastard! Ey, das macht keinen Spaß, wirklich! Also, ich werde jetzt den Versuch hochladen, wo ich diese Nacht schaffen werde, also... Kann Cut werden, also wenn ihr den Versuch jetzt seht, dann ist das der richtige Versuch. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Boah, wahrscheinlich muss ich so viel wegcutten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich schaff diese Nacht einfach nicht, ich schaff sie nicht, das ist das Problem. Jetzt beginnen wir hier wieder von neuem. Im Übrigen ist das jetzt der vierte Versuch. Vielleicht werden wir es schaffen, vielleicht aber auch nicht. Ich tendiere zum zweiten. Das Problem ist auch irgendwie, man sieht ihn hier ganz schlecht. Wenn er hier irgendwo ist, man sieht ihn ganz schlecht. Ich finde, das hätte der Macher ein bisschen besser machen können, dass man ihn besser sieht. Das Spielprinzip ist mit dem Maskottchen gleich geblieben, aber hat sich auch verändert. Im ersten Teil ging es halt darum, dass man Strom spart. Im ersten Teil musste man ja die Türen zuschließen und wenn man auf die Kamera guckt, ist er dann auch Strom verbraucht. Im zweiten Teil hatte man ja die Taschenlampe. Da musste man auch aufpassen, dass man noch genug hat, um Foxy anzuleuchten. Und im dritten Teil, jetzt hat das nichts mit Energie zu tun. Das Spielprinzip ist aber immer noch relativ gleich, würde ich mal sagen. Also man muss immer noch ums Überleben kämpfen, halt, und ein Maskottchen will dich töten und jetzt ist er da.
Jetzt ist er da, woher er kam, keine Ahnung, vielleicht aus dem Klo. Video-Error haben wir jetzt. Warte, das werde ich jetzt klüger machen. Hello. Play Audio, das werden wir jetzt klüger machen. Ich glaube auch irgendwie, wenn Video-Error da steht, muss man noch ein bisschen warten und ihn in einen anderen Raum locken. Das wäre sehr sinnvoll. Oh, Ventilation-Error. Und der wird jetzt gleich wieder hier stehen. Da. Ich hätte zwei Dinge auf einmal machen musste. Ah, scheiße, der war nur noch im Raum. Na, ja, er ist weg. Er ist weg. Golden Freddy? Nee, der normale Freddy, ne? Ist mir egal, ob er jetzt da ist. Hello. Freddy geht mir sowas von am Arsch vorbei, da er mich ja nicht töten kann. Audio Devices rebooten. Audio Devices rebooten. Audio Devices rebooten. Audio Devices rebooten. Audio Devices fick dich, Ballon, Junge. Audio Devices rebooten. Rebooten, 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 rebooten. Boah, ja, ich könnte bei DSDS mitmachen. Nee, das tue ich mir nicht an. Hi. Hi. Zwei Uhr morgens und ich habe schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Hi. Hi. Heyo. What's going on, man? Ah, da steht er ja. Um 3 Uhr morgens, wenn ich ihn noch sehe, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Also, es gibt schlechtere Ergebnisse. Wenn wir jetzt ein bisschen aufpassen, schaffen wir sogar eventuell die Nacht. Ich hoffe, wir schaffen die Nacht. Reboot all, reboot all, reboot all, reboot all, reboot all, reboot all. Bisschen schneller, bitte. Hello. Play Audio einfach. Steht er da wieder? Er steht da wieder, sehr nice. Eventuell haben wir jetzt auch die Chance, diese Nacht zu schaffen. Wenn wir diese Nacht schaffen, das wäre hammergeil. Okay, wir haben ihn immer noch im Blick. Wenn jetzt bald 4 Uhr morgens da ist, können wir es schaffen. Aber wir nur unter einer Bedingung, wenn er nicht in die Lüftungsschächte klettert. Okay, jetzt gleich kommt wieder was. Ich höre den Ton, also eventuell wieder ein Phantom, der hier rumläuft. Also Phantome hier in dem Spiel sind nur Halluzinationen. Ist mir auch egal, ob da jemand rumläuft. Ist gruselig gemacht worden. Denn dann konzentriert man sich aufs Phantom und nicht auf Snaptrap. Heißt das Snaptrap oder... Ich glaube schon. Hello. Play Audio. Wo ist er hin? Fuck. Ich hab Angst. Oh, er ist noch da. Alter, wenn wir das jetzt gut machen, dann haben wir es geschafft. Dann fällt mir ein Stein vom Herzen, wirklich. Aber jetzt haben wir ein bisschen getrödelt. Oh, 5 Uhr morgens, was soll ich tun, Mann? Was soll ich tun? Hello. Reboot all, reboot all, reboot all. Reboot all, reboot all, reboot, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Hello. Einfach nur Play Audio. Oh, er ist noch da um 5 Uhr morgens, das ist hammergeil. Hi. Hi. Wir sehen ihn immer noch. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wirklich. Wir sehen ihn immer noch. Um 5 Uhr morgens, das ist... Ja! Yay! Damit würde ich sagen, das war's dann auch für die heutige Five Nights at Freddy's Folge mit mir und dem Thomas. Und wir spielen noch das Minispiel zu Ende. Also, wenn wir schon mal so weit kommen, werden wir es auch machen. Jetzt spielen wir, wie hieß die? Follow Me. Das war, Bonnie? Nee. Hieß sie Bonnie?
Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Error. Oh, jetzt kommst du angesprungen. Jetzt habe ich aber Angst. Oh, jetzt habe ich Angst. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen oben da. Und wenn ihr keinen Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr um ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.